Herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und heute wollen wir uns Alibaba noch mal ein bisschen genauer angucken. Es gibt sehr viele mittlerweile gute Gründe, warum wir es tun sollten. Insofern fangen wir einfach gleich an. Vielleicht mit der wichtigsten Geschichte gleich mal vorneweg. Es ist Mitte des Jahres angekündigt worden, dass die interne Struktur des Unternehmens verändert werden wird. Es gibt sozusagen eine Mutterholding, die Alibaba Group, und darunter dann, wie sie es nennen, 6 plus N, die Hauptgeschäftszweige, also Cloud Intelligence, die Taobao und Tmall Group, also der heimische Markt, Local Services, die International, also AliExpress beispielsweise, dann die Logistiksparte, Kanyao und Digital Media und Entertainment. Und unter N läuft halt alles Mögliche, wo sie Investitionen laufen haben in ihr Gesundheitssystem, dann Sun Art Retail, also sowas wie ein Ticketverkauf und ähnliches, Fresh Hippo, wo sie frische Lebensmittel auch bis nach Hause liefern und so weiter. Das läuft alles unter N, sprich unter weiteres, unter anderem auch DingTalk, kommen wir aber später noch dazu. Ja, also das ist der Major Change dahingehend, dass jede von diesen Untergesellschaften im Grunde auch einen vollständigen Spin-off betreiben kann. Sie kriegen eine komplett eigene Managementstruktur und so weiter. Für einige ist das hier auch gleich später, kommen wir gleich noch dazu, auch angesagt schon einiges. Insofern meiner Meinung nach super interessanter und wichtiger Punkt, den ich sonst so nicht so oft tatsächlich irgendwie beleuchtet sehe, was mich tatsächlich wundert. Weil wenn wir uns mal im Gegenzug beispielsweise Amazon angucken, da ist einfach so viel Wert in den einzelnen Bereichen vom Commerce, aber auch von AWS und so weiter, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Einzelbewertung insgesamt genommen von jedem Teilbereich deutlich höher ausfallen würde als die Gesamtbewertung für das ganze Konglomerat. Insofern meiner Meinung nach super wichtiger Schritt. Und um es einfach auch gleich abzuschließen, für die Cloud Intelligence Group, wo der bisherige CEO dann auch die Führung wird übernehmen, jetzt mit Jahresende 23, wird es einen ko kompletten Spin-off geben mit Aktienausgaben an die bisherigen Inhaber. Ja? Und zumindest auch die Kanyao Smart Logistics wird etwas Ähnliches anstreben. Wann und wie ist noch nicht super konkret. Auch hier gibt es ja noch für die Cloud Intelligence Group keine bestimmte Timeline, ja, nichts Festgelegtes. Aber ja, ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal eine starke Ansage, weil wenn du alleine nur von einem Spin-off, geschweige denn von zweien, wie in dem Fall hier redest, ist das ja eigentlich immer ein starkes Zeichen dafür, dass diese Bereiche an sich wirtschaftlich schon so stark und profitabel sein müssten, damit das Ganze auch irgendwie Sinn macht, um weder schlecht für den Spin-off als auch schlecht potenziell für die Muttergesellschaft dann einen bitteren Nachgeschmack zu hinterlassen und eben dadurch den Aktienwert ja, deutlich zu minimieren. Ja. Und die International Group, also AliExpress, wird auf jeden Fall weiter expandieren mit zusätzlichen finanziellen Mitteln. Was hier aus dem Shareholder Letter noch hervorgeht, abgesehen jetzt von dieser Umstrukturierung, einige der wichtigsten Bereiche sind natürlich auch bei Alibaba die Cloud Intelligence, also deren Cloud Computing Sparte, die ja in großen Teilen, insbesondere natürlich im asiapazifischen Raum, aber auch weltweit gesehen ihre Produkte anbieten. Weltweit gesehen, nach Microsoft und Amazon, ist man die Nummer 3 von der Cloud-Sparte her, von der Größe gesehen und allein auf den Asia-Pazifik-Raum betrachtet natürlich Nummer 1, wobei in China 80% der Tech-Unternehmen die Plattform nutzen und insgesamt 55% aller an den chinesischen Börsen gelisteten Unternehmen. Ja? Und die Logistiksparte, nur weil es eben auch die andere Firma ist, die einen potenziellen Spin-off betrachtet, redet davon, dass man ein tägliches Ordervolumen von 4 Millionen internationalen, also Cross-Border, Versandpaketen sozusagen täglich im letzten Jahr bewerkstelligt hat. Das ist schon heftige Hausnummer. Und jetzt in diversen europäischen Ländern einen 5-Tage-Delivery-Service eingeführt hat, ja, und das natürlich auch weiter ausbauen will. Das nur mal
So am Rande. Nächster wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall hier nicht außer Acht lassen dürfen. Alibaba ist nach wie vor ein super profitables Unternehmen. Ja, 25 Milliarden US-Dollar Free Cashflow im letzten Jahr und davon 11 allein in ein Aktien-Buyback-Programm gelaufen. Ist natürlich bei dem Börsenwert, wir haben gerade die Zahl gesehen, natürlich nicht verwunderlich, ne? Ist eins der besten Dinge. Wer sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, der wird wissen, wie viel mehr dieser Betrag, das ist ein Vielfaches an Gewinn für den einzelnen Aktionär bedeutet, als nur diese 11 Milliarden in Anführungszeichen. Und das ist ja schon eine Riesenhausnummer. Ja, aber das hier im Grunde so viel zum Shareholder Letter von Mitte des Jahres. Dann schauen wir uns kurz hier die Quartalszahlen vom September an. Das ist das Q2 für Alibaba. Ist ja vom Zyklus her ein bisschen verschoben. Die Zahlen sind vielleicht ein bisschen klein, aber kann man sich ja selber einfach nochmal im Detail angucken. Also der heimische Commerce-Markt ist im Jahresvergleich 2022 um 4% gestiegen, auf die 6 Monate betrachtet sogar um 8%. Der internationale Bereich deutlich mehr, man sieht es hier um 50%, knapp auf beide Zeiträume betrachtet gestiegen. Lokale Services auch locker zweistellig und der Logistikanbieter um 25% bzw. Für den Halbjahreswert sogar um knapp 30%. Das Einzige, was hier tatsächlich nicht gut aussieht und ein bisschen verwundern mag, ist der Wachstumswert hier von der Cloud Intelligence Sparte. 2%. Also klingt jetzt tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil man ja einfach denken würde, ah, da ist sehr, sehr viel Tech-Unternehmen im asia-pazifischen Raum. Und wenn man dort die Nummer 1 ist, wie kann das sein? Die Frage ist natürlich, ob man das hier ein bisschen als Problem betrachten muss oder eigentlich eher als ja, aussichtsreiche Position dafür, dass da deutliches Wachstum in der näheren Zukunft zu erwarten sein dürfte, weil man sieht es ja auch in der restlichen Welt, immer mehr Unternehmen brauchen und nutzen Cloud Computing, AI Solutions und so weiter. Und wenn man natürlich in der Asia-Pazifik-Region mit Abstand die Nummer 1 ist, dann sollte sich das auch hier auf jeden Fall wieder deutlich mit besseren Steigungsraten niederschlagen. Aber bleibt abzuwarten. Falls nicht, wäre das natürlich ein Problem. Ist natürlich hier ja die drittgrößte Position, wenn man jetzt mal alle anderen zusammen als eine betrachtet, noch vor der internationalen Commerce-Sparte. Aber die holt rasant auf. Insofern bleibt abzuwarten, wie lange hier die Cloud-Computing-Geschichte noch Nummer 3 sozusagen ist. Ja. Aber insgesamt gesehen fassen wir das einfach mal zusammen, weil die alle anderen zusammen sind im Grunde stabil bei plus minus 0 geblieben. Insofern insgesamt der gesamte Umsatz um 9% gewachsen, aufs halbe Jahr betrachtet sogar um 11%. Und ja, unterm Strich bleibt natürlich auch einiges mehr übrig dann am Ende des Tages als im Vorjahresquartal. Und auch deutlich mehr sogar noch eben als im Vorjahreshalbjahr. Also super Geschichte. Die Kosten, ganz kurz nur, die sind im Grunde stabil geblieben. Dieselben Prozentzahlen, man sieht es hier wie vor einem Jahr für jeden Teilbereich. Wäre natürlich schöner, wenn dann noch ein paar Ausgaben einfach tatsächlich sinken würden. Das Einzige, wo wir das haben, ist so ein bisschen hier bei den Kosten für den Umsatz und bei G&A, ja, was hier aufs Quartal zumindest betrachtet, leicht gesunken ist, der Rest aber sehr konstant, ist nicht das Schlechteste, wäre aber natürlich schön, wenn es ein klein bisschen immer peu à peu runtergehen würde, einfach, dass man Sicherheit hat, dass die Marge weiter wächst. In der ganzen Präsentation kann man sich dann hier noch jeden Teilbereich angucken, da wird halt dann für das heimische Geschäft, ja, was ja nur so zwischen 3 und 6% die Teilbereiche gewachsen sind, das jeweils aufgelistet. Aber wichtig ist natürlich das, was ja potenziell ein Spin-off hinlegen wird, nämlich die Logistiksparte. Und da sehen wir schon im Jahresvergleich hier EBITDA extrem gestiegen, einfach von einem sehr niedrigen Wert. Heißt aber einfach, dass je mehr Logistikvolumen da läuft,
desto profitabler wird das Ganze einfach auch aufgrund von Skaleneffekten. Und ja, das war natürlich eine super Geschichte, wenn das Ding dann tatsächlich auch an die Börse gehen sollte. Aber definitiv ja geplant, das hier für die Cloud Intelligence Group. Und auch die ist trotz dessen, und das ist der positive Fakt, den wir auf jeden Fall noch kurz beleuchten wollen, trotz dessen, dass man im Grunde den Umsatz nur minimal steigern konnte, hat man sich eben von vielen befristeten Verträgen, insbesondere mit klein oder wenig Marge, verabschiedet und setzt auf ja, große Dauerlösungen sozusagen und hat dadurch einfach die Marge deutlich erhöhen können. Insofern sollte ja auch nur ein bisschen die Umsatzsteigerung wieder zunehmen, dann wird hier natürlich auch das EBITDA extrem wachsen. Deswegen bin ich gar nicht so traurig darüber, dass da der Wert so klein aussieht. Wir wollen uns hier nur noch kurz über die Cash-Position unterhalten, weil auch das ist natürlich bei vielen großen Konzernen ein Riesenhaufen, der da einfach wartet, im Grunde angewendet zu werden. Und auch bei Alibaba reden wir von ja inzwischen ungefähr 60 Milliarden, wenn ich das hier richtig sehe, an US-Dollar, die man für Investitionen und so weiter zur Verfügung hat. Also überhaupt kein Problem. Insgesamt hat das hier zum Vergleich von vor einem halben Jahr um ungefähr 15% zugelegt. Also auch das läuft super. Gucken wir noch kurz ein paar wichtige Dinge an. Warum mache ich gerade jetzt ein Video über Alibaba? Unter anderem, ich habe es ja auch in meinem Depot-Update erwähnt, ist tatsächlich eine Position, wo ich, sobald ich freies Kapital habe, mir absolut zu dem Preis vorstellen kann und gerne auch noch nachkaufen möchte. Ich will hier nicht allzu weit zurückgehen, um hier die Erwartungshaltung nicht komplett absurd in die Höhe zu treiben, was ich glaube, was Alibaba machen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, der Trend geht gefühlt seit irgendwie über 2 Jahren dauerhaft nur nach unten. Das kann natürlich auch noch eine Weile so weitergehen. Das macht aber mittlerweile einfach nicht mehr super viel Sinn, weil wir sind jetzt inzwischen bei einem PE-Ratio von unter 8 angekommen. Bezieht sich natürlich auf die nächsten 12 Monate, aber trotzdem, auch für die jetzigen Zahlen sind wir unter 10 bei so einem Unternehmen. Ich verstehe, ne, bei allen Vorbehalten und Bedenken, die man gegenüber chinesischen Aktien oder generell nicht europäische oder US-Aktien haben kann, verstehe ich alles. Mein persönliches, wie soll ich sagen, Bauchgefühl, mein persönliches Bauchgefühl zu Alibaba hat ja tatsächlich vor meinem Update-Video, bevor ich da einmal kurz mir den letzten Quartalsbericht angeguckt habe, tatsächlich auch fast ausgeschlagen, die Position einfach zu veräußern, weil, ja, keine Ahnung, es ist einfach nur noch absurd. Ne? Aber tatsächlich mache ich genau deswegen das nicht, weil in der Vergangenheit hat mir das einfach allzu oft gezeigt, das hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, wäre das Ganze sehr, sehr gut für mich gelaufen. Insofern machen wir das jetzt nicht. Ob das hier tatsächlich jetzt schon der Boden ist oder nicht, ich bin nicht sonderlich gut mit technischer Analyse, aber man sieht, es geht halt hier im Grunde noch, ist nicht zwingend die Talsohle erreicht. Inwiefern das jetzt in nächster Zeit der Fall sein wird oder nicht, ich weiß es nicht. Am kurzfristigen Chart sieht man hier auf jeden Fall, ne, noch ein schönes Abwärtsniveau. Auch wenn wir das ein bisschen länger angucken, wäre das mit technischer Analyse auf jeden Fall nach wie vor niedriger Highs und niedrigere Lows. Also vermutlich das Ende noch nicht erreicht. Ja, ist aber nicht mein Steckenpferd. Insofern, ich lasse es jetzt einfach mal dabei. Tatsächlich ist es aber einfach bei den Bewertungen, die wir hier sehen, mittlerweile grenzwertig absurd. Ja, ist das jetzt schon dieses Jahr, wo dann wieder einfach mit den US-Wahlen und so weiter und den erwarteten Zinsreduzierungen, den ersten, sowohl in den USA als auch sicherlich dann in Europa, etwas, was positiv sich auf Wirtschaftsstimulus auswirken wird. Etwas, was dann auch mal hier irgendwann dazu führt, dass da eine Umkehr stattfindet. Die chinesische Regierung hat ja schon einige Dinge in den, sagen wir mal, Wirtschaftsauseinandersetzungen mit der westlichen Welt ein bisschen eingelenkt und angepasst. Insofern bin ich da zuversichtlich, dass man eben auch die eigenen, ja, Superunternehmen wie eben Alibaba und Tencent nicht weiter hindern will, ihre Marktposition, ihre Marktdominanz auszubauen und zu vergrößern. Also aus meiner Sicht
Alles spricht dafür, dass es hier in absehbarer Zeit bergauf gehen muss und wird. Ob das jetzt noch ein Jahr dauert und die Aktie nochmal 50% verliert, I don't know, ich weiß es nicht. Aber bei so einer Bewertung, bei dem Aktienrückkaufprogramm und bei zwei Spin-offs bin ich eigentlich sehr guter Dinge, ja, dass das hier im Grunde eine sehr, sehr positive Entwicklung vielleicht eben auch schon in 2024 mit sich bringen wird. Ja, habe ich irgendwas Wesentliches übersehen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wie steht ihr zu China-Aktien allgemein oder zu Baba insbesondere? Mich würde es auf jeden Fall interessieren, aber das soll es hier an der Stelle auf jeden Fall gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, denkt dran, arbeitet immer auch in eurem Traum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.